Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Schlafzimmerei aus Hannover. Ich zeige euch heute mal in dem folgenden Video, wie ihr möglichst viel Wärme aus eurem Bett ableiten könnt im Sommer, weil bestimmt der eine oder andere schwitzt. Gleich geht's los. So, es ist warm draußen. Ihr schwitzt vielleicht auch, weil es bei euch sehr warm ist. Und es gibt ein paar Sachen, die man machen kann in seinem Bett, ohne dass man gleich alles neu kauft. Eure Matratze ist ja schon da. Einmal die Wärmequelle überhaupt in eurem Bett ist euer Körper. Dann kommt noch die Außentemperatur dazu. Wenn man dann über 25 Grad hat im Schlafzimmer, wird es irgendwann echt unangenehm. Und das liegt halt einfach an ein paar Geschichten, die zusammenspielen. Einmal habt ihr einen Matratzenbezug natürlich obendrauf. In diesem Matratzenbezug ist immer ein bisschen Synthetik unten drunter, damit das Ding 60 Grad waschbar ist. Da gibt es verschiedene Variationen. Es gibt auch relativ kühle Matratzenbezüge. Das ist hier so ein Airvent Jersey. Das ist das kühlste Material. Es wird trotzdem warm, wenn ihr drin liegt. Weil die Wärme natürlich auch über Kontaktfläche entsteht. Wenn ihr eine sehr feste Matratze habt, habt ihr weniger Wärmeentwicklung. Wenn euer Körper ziemlich viel Kontakt hat oder bei Visco-Matratzen, wo ihr so einsinkt, die Dinger sind sauwarm im Sommer, weil ihr sehr, sehr viel Körperoberfläche nutzt. Und dann habt ihr noch Plastik im Bezug. Also, was kann man machen? Es gibt Matratzenauflagen als Matratzenschoner. Die spannt ihr drauf. Die haben eine kühlende Funktion mit einer Funktionsfaser. Gibt es auch in natürlich mit Leinen zum Beispiel. Damit schafft ihr eine Sperrschicht zwischen euch und dem Plastik in dem Bezug. Macht eine glattere Oberfläche, macht also auch weniger Kontaktfläche. Gerade die Leinenauflage, die ist ein bisschen spannender sozusagen. Alles lässt sich waschen. Damit hättet ihr schon mal eine Sperrschicht zwischen eurem warmen Matratzenbezug und euch. Ne? Euer Körper ist ja auch schon warm. Da wird die Feuchtigkeit abtransportiert. Das kann man auf der Matratze machen. Da 80% des Schlafklimas über die Zudecke kommen, müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr das richtige Material in der Zudecke habt. Eine möglichst dünne Decke. Für die Allergiker am besten aus Synthetik natürlich. Gibt es den ganz, 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 ganz dünn und super, super Wärme. Ableitend und Feuchtigkeit durchlassend. Da gibt es Materialien, die können das richtig gut. Also falsche Zudecke könnt ihr unten drunter auch machen, was ihr wollt. Das ist halt das Wichtigste dabei. Ne? Gibt es verschiedene Materialien, haben wir auch gerade noch ein Video zu Sommerdecken gemacht. Möglichst wenig Plastik im Bezug. Klar gibt es so Schurwollbezüge auch, die sind da ganz natürlich. Mit so einem Baumwolldrell, das ist auch ein sehr kühles Material. Hier ist ganz glatte Baumwolle. Unten drunter ist Schurwolle. Denkst du, oh, im Sommer Schurwolle ist sehr bescheuert. Schurwolle ist ja temperaturausgleichend, das wir bei den Biomatratzen immer drauf haben, aber die wenigsten. Insofern, damit kann man auch einiges machen. Eine Auflage draufspannen finde ich immer besser und günstiger, weil die Bezüge sehr teuer sind. So, dann gibt es viele Menschen, die schwitzen auch am Kopf. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr schon so ein 40-80 Kissen. Auch die gibt es ja in waschbar, also 60 Grad waschen, auch mit relativ kühlen Bezügen drauf. Die meisten Nackenstützkissen kann man nicht waschen. Ich habe ja mal so ein Video gemacht, wie man diese 40-80 Kissen in einen 80-80 Bezug kriegt. Ich mache das nochmal, nicht damit ihr jetzt den Trick nochmal und nochmal und nochmal seht. Gab schon viel Dankeschön dafür. Man kann ja das Kissen komplett reinpacken und kann dann den Bezug hier einschlagen, so dass ihr ein 40-80 Kissen mit dem großen Bezug beziehen könnt. Normalerweise sage ich immer Öffnung hinten, so rum hin, sieht aus wie gekauft. Im Sommer könntet ihr aber, ich bin schlecht vorbereitet, ich habe nur ein Geschirrhandtuch. Natürlich nehmt ihr ein kleines Frottee-Handtuch aus dem Gästebad. Dann könnte man das Handtuch hier oben noch mit reinbringen. Schönes Frottee-Handtuch, das geht. Oben in diese Spalte rein und dann legt ihr das halt mal nach oben. Weil wenn ihr dann schwitzt, und das ist ja unvermeidlich im Sommer, dann wird über das Frottee-Handtuch hier drunter schon mal jede Menge Schweiß aufgenommen. Man geht nicht gleich in das Kissen rein. Man kann das Handtuch dann auch austauschen, jeden Tag, wenn es halt richtig warm ist. Packt ein neues rein, dann nimmt das schon mal viel auf. Insofern, ihr könnt drei Sachen machen. Achtet darauf, dass ihr die richtige, passende Decke habt mit dem richtigen Material, passend zu euch und den Temperaturen im Schlafzimmer. Ist euer Matratzenbezug zu warm, weil ihr eine relativ weiche Matratze vielleicht habt? Spannt eine Auflage drüber, gibt es ab 89 Euro, sind tolle Matratzenschoner. Und am Kissen könnt ihr halt auch was machen, wenn das sehr warm ist oder überhaupt ihr viel schwitzt am Kopf, ist meistens so. Packt ein Handtuch drunter, besorgt euch nochmal 80-80 Bezüge für eure kleinen Kissen und stopft hier ein Frottee-Handtuch rein. Dann habt ihr mal drei Sachen, die nicht viel Geld kosten
Und die Effekte sind tatsächlich erstaunlich. Wer mag, probiert das ein oder andere mal aus. Das funktioniert sehr, sehr gut. Insofern, das sind so meine Tipps für den heißen Sommer. Und beim nächsten Matratzenkauf darauf achten, wenn ihr ein warmes Schlafzimmer habt, dass ihr auf das Bezugsmaterial achtet. Weil jede Matratze gibt es mit 8, 9 verschiedenen Bezügen im Fachgeschäft. Die haben immer irgendeine Funktion. Die kann auch auf euch abgestimmt sein, genau wie das Liegen. Insofern, viel Spaß beim Ausprobieren und schlaft gut und bis zur nächsten Folge aus der Schlafzimmerei aus Hannover. Danke fürs Zuhören und einen erträglichen Sommer wünsche ich euch.